Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent. Jetzt auch mal mit Ton. Ich habe die Folge schon mal aufgenommen, allerdings hatte ich das Mikrofon nicht aus. Wäre wahrscheinlich ein bisschen langweilig geworden. Wir haben die letzten Syndikatskarten. Und Syndikat kriegt eine sehr interessante Karte und Novigrad. Es klingt jetzt negativer als es ist, aber die Karten, die wir tatsächlich für Syndikat kriegen, sind schon im Spiel vielleicht in ähnlicher Art und Weise vorhanden. Wir kriegen aber gleichzeitig mit diesen, sag ich mal, Karten, 12 Karten, einen sehr großen Patch, der viele Sachen umwerfen kann, der Sachen ändern kann. Das heißt, sowohl Dinge, die ich hier sage, müssen zum Beginn des Patches nicht mehr unbedingt stimmen. Zum Beispiel, das werden wir gleich beim Befehlseffekt sehen, die Zahlen können sich da ein bisschen ändern. Ja, kann aber auch sein, dass nichts mit den Karten passiert. Fangen wir an mit Novigrad. Bevor wir jetzt lange um den heißen Brei herumregen, wir haben eine Ortschaft, 10 Rekrutierungskosten, das heißt natürlich mit einer Ortschaft auch wieder Zähigkeit. Profit von 3, wir kriegen 3 Münzen. Am Ende der Runde bekommen wir eine Münze. Gratis Münzen, ist gut. Befehlseffekt, wir erschaffen und spielen eine bronzene Gang-Einheit aus. Das ist natürlich sehr speziell. Wir haben im Spiel 6 Gangs. Wir haben die Aufreißer, wir haben die Kronenspalter, wir haben die Ungesehenen, wir haben die Wogenmäntel. Kann man die Hand sehen? Ja, wir haben die Entfachten und wir haben die Salamandra. Von diesen 6 Gangs haben wir im bronzenen Rekrutierungskostbereich die Option auf 46 verschiedene Bronzekarten. Flotsam lässt grüßen. Ich habe erst gedacht, okay, vielleicht können wir Novigrad mit dem Befehlseffekt benutzen. Es ist eine Ortschaftsfähigkeit. Ja, kostet 3 Rekrutierungskosten mehr als der Schädel. Aber wir könnten natürlich ein bisschen mehr Münzen kriegen und in der nächsten Runde eine Münzspende erschaffen. Von diesen 46 bronzenen Syndikatskarten. Ihr dürft ganz gerne mal raten, wie viele ich als dauerhafte Münzspende. Und dauerhafte Münzspende heißt, die können wirklich 9 Münzen auf einmal ausgeben. Sie haben nicht so wie die entfachten Eiferer, gibt eine Münze aus und habt eine Cooldown von 1, sondern wie viele von diesen 46 bronzenen Syndikatskarten, bevor die in die Patch Notes droppen, können alle Münzen auf einmal ausgeben? Ich sag's in 3, 2, 1. Es sind 5. Wir haben den Schmied, blutige Freundschaft, den Knöchelknacker, Meeresschakal und Straßenkinder. Diese 5 Karten sind die einzigen, die alle Münzen mit einem Schlag ausgeben können, potenziell, wenn man 9 Münzen hat. Das heißt, so als ich sammle mir vielleicht in der nächsten Runde erstmal 9 Münzen und benutze dann die Befehlsfähigkeit, erschaffene Karte und gebe alle Münzen auf einmal aus, das wird nicht, in den meisten Fällen nicht funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine dauerhafte Münzspender kriegen, ist relativ gering. Und das war so mein größter Hoffnungsschimmer, sage ich mal, in Richtung Novigrad. Das klingt auch wieder negativer, als es ist, aber ja. Die positiven Sachen kommen am Ende. Nein, Satz. Das heißt auch, als Alternative für den Schädel, der vielleicht auch geändert wird, ist Novigrad nicht unbedingt so toll zu gebrauchen. Punktetechnisch kriegen wir durch den Befehlseffekt, ich sag mal so 5 Punkte durchschnittlich. Es können auch manchmal nur 4 sein, es können aber auch manchmal 6 sein. Durchschnittlich 5 Punkte. Vielleicht sogar manchmal ein bisschen mehr, je nachdem, was man noch so kann auf dem Feld hat. Ich meine, wir haben gute Optionen. Wir haben so Salamandra Magier, die in manchen Fällen relativ stark sein können, wenn wir die Münzen für den Tribut haben. Wir haben Karten wie Meeresschakal, die natürlich relativ reinhauen können. Selbst blutige Freundschaft zu 6 Punkten und dauerhafter Münzspender. Wir können natürlich sowas wie die Straßenkinder erschaffen, die uns nochmal extra 3 Münzen geben vielleicht und ein kompletter Münzspender sind. Kann natürlich auch sein, dass das dann ins Leere geht. Es gibt schon ein paar tolle Optionen. Ja, so ist es nicht. Dass wir am Ende der Runde eine Münze bekommen, kann auch relativ gut sein. Wir haben Zähigkeit. Das heißt, diese Location, wenn wir sie ausspielen, gibt sie uns nur 3 Münzen, was für den Anfang, und das ist auch eines meiner größeren Bedenken, initial relativ schwach ist. 3 Münzen für eine 10er Rekrutierungskostkarte. Da gibt es 4er Rekrutierungskostkarten, die machen weitaus mehr. Das heißt, der Aufbau von Novigrad ist ein bisschen langsam. Im Vergleich zu Karten wie Siegerrüven Schatz können wir allerdings sofort mit dieser Karte anfangen. Was diese Karte auch in der letzten Runde besser macht. Eine kurze letzte Runde, nur 5 Handkarten, Novigrad haben wir gezogen. Wir spielen diese Karte aus, kriegen 3 Münzen, kriegen nochmal 4 Münzen extra, weil wir haben 4 Endrunden, die letzte können wir nicht benutzen, weil da haben wir keine Handkarten mehr. Kriegen wir 7 Münzen und immer noch eine Bronze, eine Gang-Einheit, die 5 Punkte wert ist. Das heißt, 12 Punkte haben wir trotzdem irgendwie mit Novigrad rausgeholt, sofern wir den Münzspender irgendwie erschaffen haben oder sofern wir den Münzspender noch in den letzten Karten haben. Das heißt, selbst in der kurzen Runde ist diese Karte nicht so tot wie vielleicht die Siegerrüven Schatz. Was Positives ist.
Und diese Karte kann relativ gut Punkte machen. Sagen wir mal, sie bleibt 10 Runden auf dem Feld liegen, haben wir 13 Münzen plus eine 5-Punkt-Karte, sind so 18 Punkte für 10 Rekrutierungskosten. Das spricht natürlich für Novigrad. Dass wir eine Gang erschaffen. Ich habe erst überlegt, okay, in einem reinen Gang-Deck. Gangs werden allerdings momentan nicht wirklich häufig gespielt. Das Problem an Gangs ist, sie sind zu langsam. Wir sind momentan, gibt es viele Möglichkeiten, sehr schnell Punkte aufs Feld zu holen. Nicht jedes Deck braucht es unbedingt, aber wenn man sich zum Beispiel Nilfgaard anguckt mit den kaiserlichen Marinesoldaten, spielen sie aus, am Ende der Runde kriegt diese Karte 2 Punkte, weil sie irgendwie mit dem Joachim oder Jan oder sonstiges ein Setup hingekriegt haben. Und dann ja, hat er 2 davon auf dem Feld, kriegt am Ende der Runde 4 Punkte. Ne? Selbst Karten wie die Vöglein, die mit allen 6 Banden auf dem Feld für 2 Münzen 6 Punkte machen, sind nicht mehr so schnell wie davor. Und das Problem an diesem Gang-Archetype, im kompletten Gang-Archetype, war immer, du musst natürlich erstmal diese 6 Banden auf dem Feld haben. Das heißt, im besten Fall hast du erstmal 6 Karten gebraucht, bis dieser Archetype halbwegs Punkte gemacht hat. Novigrad kann da helfen, wir können vielleicht schneller die Gangs hinkriegen, kriegen noch ein paar Münzen. Ich weiß nicht, ob alles so perfekt läuft. Ne? Und Novigrad ist für den Anfang trotz dem Befehleffekt und den 3 Münzen-Profit trotzdem eine sehr langsame Karte für den Anfang. Und auch wenn wir Novigrad ausspielen, kriegen wir dadurch vielleicht eine Bande, die wir potenziell auch noch gleichzeitig auf der Hand haben. Das heißt, ich weiß nicht, ob Novigrad wirklich in so einem reinen Gang-Deck ist, es sei denn, sie überarbeiten da vielleicht ein paar Karten. Und es kann ja auch sein, dass von diesen 46 bronzenen Einheiten vielleicht noch ein paar bessere Münzspender hinzukommen und dadurch doch die Wahrscheinlichkeit auf dem Schädel mehr steigt. Das ist das, was diese Karte momentan schwierig bewertbar macht. An sich kann es auch relativ gut mit den neuen Kartendrops funktionieren. Karten wie Captain Iago, Karten wie zum Beispiel die Archirotera, weil wir können mit dieser Karte dauerhaft Münzen sammeln. Wir können vielleicht einen Münzspender erschaffen. Wir können vielleicht Archirotera ausspielen, Münzspender auf dem Feld liegen haben und dann sehr viele Münzen ausgeben und Archirotera in derselben Runde aktivieren. Können wir natürlich auch mit dem Schädel machen. Und wie gesagt, der kostet immer noch 3 Rekrutierungskosten weniger. Aber Novigrad gibt uns halt mehr Münzen. Ja. Und gerade dieser Aspekt, dass wir mehr Münzen kriegen, dass wir die Karte selbst in der kurzen Runde halbwegs gut benutzen können im Vergleich zum Schatz, der Novigrad übrigens sehr ähnlich ist, hat am Anfang allerdings ein bisschen mehr Tempo. Wir kriegen so in einem 10-Verbrecher-Deck einen Profit von 10. Wir erschaffen eine Verbrecherkarte mit den überschüssigen Rekrutierungskosten. Das heißt, wir müssten 3 Münzen haben, wenn wir einen Profit von 10 kriegen. Kriegen wir 6 Münzen, kriegen über Zeit rum ein bisschen Münzen und kriegen noch eine Verbrecherkarte, die auch nochmal halbwegs okay Punkte machen kann. Schatz ist halt die Punkte direkt auf einen Schlag, so viel, dass es schon zu viel ist und wir dadurch Münzen kriegen. Aber wenn man den Schatz in den meisten Fällen in der ersten Runde benutzt und die erste Runde nicht gewinnt, der Gegner passt, zweite Runde, haben wir auch in der zweiten Runde nicht so unbedingt von dem Schatz, was auch bei Novigrad passieren kann. Es war wirklich schwierig, beim Schatz den Zähler auf 0 zu kriegen. Das Problem haben wir mit Novigrad vielleicht nicht so. Aber ja. Fällt mir sonst noch was ein? Novigrad können wir mit mehr Einheiten spielen. An sich ist es eine interessante Karte und punktetechnisch gar nicht mehr so schlecht aufgestellt. Die Frage ist nur, wird die in irgendeinem Syndikat-Deck momentan gebraucht? Wenn Banden zu schwach sind, braucht man die Karte in einem Bandendeck. Wie ist es bei den anderen Archetypes? Will ich sie in Hexenjägern spielen? Hexenjäger ist keine Bande, das heißt, ich werde damit keine Kopfgeldkarte oder so rauskriegen, bis auf vielleicht den Salamandra. Aber das ist eine von 46, da ist die Wahrscheinlichkeit auf dem Dauer auf Münzspender doch ein bisschen höher. In einem Gift-Deck, ich meine, wir haben Salamandra-Karten, vielleicht einfach in einem Tribut-Deck. Einfach nur wegen den Punkten. Lohnt es sich? Carry-Over-Potenzial. Also vielleicht nehmen wir was mit in die nächste Runde. Was auch nicht unbedingt verkehrt sein kann. Aber dafür haben wir den Schädel schon. Ich weiß es nicht. Diese Karte ist, ich sag mal, ihr größter Vorteil ist, dass sie selbst in der kurzen Runde unbedingt okay sein kann und mit dem letzten Kartendrop so ganz gut funktioniert. Der Nachteil ist, die Möglichkeit auf einen dauerhaften Münzspender ist sehr limitiert zum jetzigen Zeitpunkt meines Wissensstandes von den Patchnotes. Und wir brauchen auch eine gewisse Zeit, bis wir überhaupt da relativ gut Münzen rauskriegen können. Aber wenn wir diese Zeit haben, ist die Karte halt echt nicht verkehrt. Alles viele Vor- und Nachteile mit Novigrad. Aber ich finde die andere Karte sowieso viel geiler. Denn wir haben eine Einheit. 5 Stärke, 13 Rekrutierungskosten. Wir haben Madame Masique Serenity. Ich habe den Namen jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ist auch egal. Profit von 4. Ausspielen im Nahkampf. Wir beschwören eine verwinkelte Verführerin aus unserem Deck in diese Reihe. Ausspielen Fernkampf. Wir beschwören eine Passiflora Kirsche von unserem Deck in diese Reihe. Tribut von 8. Wir beschwören stattdessen beide. Und immer, wenn der Gegner eine Karte ausspielt, bekommen wir eine Münze. Madame ist nichts anderes als Passiflora als Einheit, die man sofort in einer Runde aktivieren kann.
Passiflora gibt uns beim Ausspielen eine verwegene Verführerin. Passiflora gibt uns im ersten Kapitel eine Passiflora-Kirsche. Und Passiflora gibt uns im letzten Kapitel 6 Münzen. Mit Madame können wir, wenn wir die Tribut aktivieren, sofort die verwegene Verführerin, sofort die Kirsche auf dem Feld haben und ihr Effekt, dass sie, wenn der Gegner eine Karte ausspielt, wir eine Münze kriegen, ist gleichzeitig quasi dieses letzte Kapitel von Passiflora. Plus, wir haben einen Profit von 4, wir müssen 4 Münzen haben, dass wir Tribut auslösen können. Spielen wir Karten wie Bettlerkönig, dann kriegen wir 4 Münzen nochmal mit ihr raus. Und sie ist quasi mit dem Bettlerkönig im Deck sofort Passiflora in einem Atemzug mit 5 Punkten extra für eine Rekrutierungskost weniger. Ja, da sieht man mal ein bisschen, wie das Power-Level in Gwent gewachsen ist. Passiflora ist ein Szenario, was definitiv einen Update vertragen könnte. Und wenn sie eine Karte rausbringen, die quasi Passiflora als eines ist, kann ich mir vorstellen, dass wir eine Änderung für dieses Szenario sehen. Genau wie für das Monster-Szenario und vielleicht potenziell für das Skellige-Szenario. Oder wir erleben drumherum ein paar Buffs, weil das sind die 3 Szenarien, die nicht wirklich sehr häufig gespielt werden. Die anderen Szenarien sind tatsächlich halbwegs spielbar. Und das auch jetzt erst mit den letzten Karten-Updates so ein bisschen vielleicht. Oder halt im Falle von Nilfgaard über einen sehr langen Zeitraum, weil Maskeball ist immer noch echt geil. Aber ja, das heißt, ich denke, wir werden eine Änderung für Passiflora sehen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Madame und Passiflora gleichzeitig haben werden. Weil dann wird man in manchen Fällen vielleicht Passiflora cutten. Wie ist Madame? Früher, wenn wir 4 Münzen haben, mit unter der Hand 3 Münzen haben, kriegen wir sofortig 13 Punkte aufs Feld. Wegen der Verführung Passiflora-Kirschen haben 4 Punkte. Wir kriegen aber, wenn wir auch die Münzen dafür haben, direkt 3 Engines aufs Feld. Madame, die uns eine Münze erschafft, wegen der Verführerin, die sich um einen Punkt verbessert, wenn der Gegner eine Einheit ausspielt. Wenn wir 2 auf dem Feld haben für jede Karte. Und Passiflora-Kirschen, die, sobald wir 4 Münzen haben, am Ende der Runde sich um einen Punkt verbessern. Das heißt, wir kriegen nicht nur mehr Tempo als Passiflora, wir kriegen nicht nur 3 Engines als sofort in einer Atemrunde, sondern wir kriegen auch, was habe ich jetzt vergessen, ist es egal, weil diese Karte ist einfach um so viel besser als Passiflora Holy. Das ist der Power Creep, den wir in Gwent zum Ende hin hatten. Passiflora in Einheitenform. Ich bin schon gespannt, wenn sie bei Nilfgaard vielleicht Maskeball als eine Einheit bringen. Da gibt es 2 gegnerische Einheiten und beschwöre gleichzeitig 2 durstige Damen. Muss ein Vampir sein. Ja, Madame ist eine ziemlich geile Karte. Und ich denke, man kann da so ein bisschen was rumbauen. Ich finde auch tatsächlich, verwegende Verführerin ist eine Karte, die vielleicht in letzter Zeit mit Flankenangriff von Nilfgaard, mit Wegelagerei-Spam von Squirtail vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sein können. Man kann sie natürlich auch schilden, sie verbessern sich in Punkte, wenn man 3 hat und wir hätten vielleicht die Möglichkeit mit Passiflora. Wir könnten sie spielen mit Madame. Wir könnten mit Adriano noch eine weitere erschaffen, was auch unter der Hand sprechen würde. Also es gibt da schon Möglichkeiten, ne? Dass wir mehr als vielleicht eine auf dem Feld haben. 2, 3. Sie haben eine Bindung. Man könnte sie natürlich auch mit dem Trüffel erschaffen, könnte sie dann nochmal weiterhin verbessern. Also vielleicht ist sie wegen der Verführung momentan eine relativ starke Karte. Der Vorteil natürlich auch immer Damm. Sigi mit so einem ähnlichen Effekt, wir verlieren 2 Karten aus unserem Deck, wird sehr häufig gespielt. Sigi ist allerdings eher ein Finisher. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man vielleicht Madame in diesem Deck spielt, Madame in der ersten Runde ausspielen will und in der zweiten Runde möglichst früh, weil sie direkt ziemlich viele Punkte bedeutet, weil sie direkt eine ziemlich starke Dreifach-Engine-Karte ist und weil wir 2 Karten aus unserem Deck verlieren. Denn im Vergleich zu Sigi kriegen wir hier 3 Engines. Das heißt, wir wollen die Punkte möglichst über einen langen Zeitraum aufbauen, auf eine lange Runde, potenziell direkt der allerersten Runde, um diese erste Runde zu gewinnen und dann mit dem Gegner zu spielen, wie wir es vielleicht wollen. Das heißt, Madame kann, anders als Sigi, mehr für Thinning benutzt werden und kann vielleicht Passiflora auch so ein bisschen wiederbeleben. Aber, und ich bin mir sehr sicher, ich weiß nicht, die können Passiflora nicht so lassen. Passiflora ist in jeder Hinsicht schwächer. Da würde ich doch Madame und Sigi lieber an dem Deck drin spielen. Ich meine, klar, ich habe die verwegene Verführerin und Kirschen oder sonstiges in dem Deck drin, aber, ja, hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Ja. Oder vielleicht in einem Horde-Deck oder sonstiges. Ich finde die Karte ist ziemlich stark. Ja. Ziemlich, ziemlich stark. Aber ein Szenario komplett in einer Runde auslösen ist auch eigentlich ziemlich stark. Von daher, ich bin mal gespannt. Bin mal gespannt, ob sie Passiflora ändern. Beides in dem Deck. Wie gesagt, ich würde eher zu Madame und Sigi dann greifen. Madame in der ersten Runde und Sigi für die nächste Runde.
Und Seki kann ja gezieltere Karten rausholen. Klar, dann müsste ich in dem Deck vielleicht ein paar verwegene Verführen oder Kirschen spielen. Ich hätte aber auch nicht unbedingt so ein Problem mit. Weil in den meisten Fällen die 4 Rekrutierungskostkarten nehmen wir die Texte für Seki weg. Wer weiß. Was haltet ihr von den Karten? Madame, wie gesagt, finde ich eine ziemlich gute Karte. Novigrad ist... Es ist echt schwierig mit Novigrad. An sich, wie gesagt, es ist keine verkehrte Karte, aber da sind auch wieder diese Bedingungen so ein bisschen angeknüpft. Längerer Zeitraum, geringes Tempo. Will man die Karte wirklich haben, wenn man die erste Runde verliert und gepusht wird oder nicht gepusht wird, dann hat man die Karte in der zweiten Runde und ja, dann bringt es in der zweiten Runde auch gar nicht so viel. Welchen Effekt für die zweite Runde aufhebe? Das heißt, vielleicht wieder gegen eine lange Runde. Novigrad hat eine Menge Schwächen, aber an sich kann es keine verkehrte Karte sein. Madame hingegen, ein Szenario komplett in einer Runde auslösen, gimme. Na? Von daher, ich bin mal gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen mit den Squirtle-Karten wieder und dann mal gucken, was wir da für die letzten 2 Karten bekommen. Ich hoffe tatsächlich, dass wir vielleicht nochmal eine Zwergenkarte bekommen oder zumindest, dass wir Zwergenänderungen in den Patch noch sehen, weil Zwerge ist, glaube ich, der Archetype, der mittlerweile eigentlich ausgestorben ist für Squirtle. Aber gut, bis dahin, haut da rein und ciao. And this great urban cauldron has become a breeding ground for all those criminally inclined. For years, chaos ruled Novigrad's underworld. Till now, petty rivalry set aside, an alliance of coin has been forged. The syndicate is born.